Wasser, wohin man blickt. In vielen Städten und Dörfern herrscht weiter Chaos. Die Menschen, wie hier in Wollers, kämpfen verzweifelt gegen die Wassermassen an und versuchen, ihre Sachen mit allen Mitteln zu schützen. Ich bin 44 Jahre alt und habe so etwas noch nie gesehen. Wir wissen, dass es in Sagora, in den Bergen, viel regnet. Aber so etwas hat es noch nie gegeben. Das hat es noch nie gegeben. Der Schaden wurde durch den Fluss, den Sturzbach, verursacht. Regenfälle in dieser Intensität hat es in der Region Thessalien in Mittelgriechenland tatsächlich noch nicht gegeben, berichten auch Meteorologen. Mehrere Faktoren haben zu dieser Extremwetterlage geführt. Wir haben im Augenblick ein Tiefdruckgebiet über dem östlichen Mittelmeer und das sorgt dafür, dass eben sehr feuchte und sehr warme Luft Richtung Griechenland geschöpft wird. Das Problem ist, dass das Mittelmeer Rekordtemperaturen hat und deswegen viel verdunstetes Wasser in der Atmosphäre ist. Und das Wasser, was da in der Luft ist, regnet dann noch zusätzlich ab und dadurch kommen die großen Regenmengen zustande. Bis zu 754 Liter Regen pro Quadratmeter sind dort allein gestern gefallen. Deutlich mehr als 2021 bei uns im Ahrtal. Hochwasserereignisse in verschiedenen Regionen kann man schlecht miteinander vergleichen. Das liegt eben an der Besiedlungsdichte, an der Form des Geländes und an den Wetterverhältnissen. Wenn wir rein von den Regenmengen reden, dann ist jetzt in Teilen Thessaliens das Dreifache dessen runtergekommen an Regen, was wir hier am Ahrtal-Hochwasser im Juli 2021 erlebt haben. Auch die Türkei ist von den schweren Unwettern getroffen. In Istanbul wurden Straßen überschwemmt, Autos wurden weggespült. Allein dort sind mindestens 2 Menschen gestorben. Mehrere wurden verletzt. Schlimme Bilder aus Griechenland und der Türkei. Und jetzt zu Markus Rosch nach Istanbul. Die Stadt, die Region ist in der Nacht schwer getroffen worden. Markus, wie ist die Lage jetzt? Ja, der Sturm mit Starkregen hat gestern Nacht auch die Millionenstadt Istanbul getroffen. Es gab Blitze, es gab Überschwemmungen, Häuser wurden zerstört, weit über 100. Es wurde die Metro überflutet, auch die Stadtbibliothek. Mindestens 2 Menschen sind gestorben. Und der Gouverneur von Istanbul hat gestern gesagt, dass in dieser einen Stunde Unwetter es so viel geregnet hat wie die letzten 4 Sommermonate vorher. Also es waren gewaltige Mengen. Vor allem 2 Stadtteile Istanbul hat es getroffen. Des Weiteren hat es auch noch Thrakien getroffen an der Schwarzmeerküste, ein Naherholgebiet für die Istanbuler. Da wurde auch ein Dorf überschwemmt, Bungalows wurden zerstört, es starben 3 Menschen. Also die Schlechtwetterfront hat hier voll eingeschlagen. Und der Istanbuler Bürgermeister İmamoğlu hat gesagt, man muss jetzt mit Extremwettern weiter rechnen. Also man sieht vielleicht im Hintergrund, der Wind ist hier sehr stark. Das Wetter, erst Dürre, dann Regen, dann Sturm, hat hier das Extremwetter auch die Türkei getroffen. Und man muss noch erwarten oder man muss warten, wie es hier weitergeht mit dem Wetter. Da sind sich die Meteorologen auch noch etwas uneins. Dankeschön, Markus Rosch, dankeschön nach Istanbul.